Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Dosenloop-Kanal. Ich habe mir mal ein Spiel geschnappt, was ja fast komplett auf Steam läuft. Und zwar unter den, ich glaube, Top 5 oder so. Hab das auch angespielt schon, ein bisschen viel. Hab mir dann so 30 Mods genommen, hab die da reingepackt und jetzt werde ich das mal ein bisschen spielen. Mal gucken, wie lange ich das spiele, bis wohin ich das spiele und so weiter. Aber ich finde, das ist einfach so ein Spiel, was man wirklich let's playen kann, weil es eine Geschichte hat, die schön ist, die man erzählen kann. Ach, ich höre einfach auf zu schwärmen. Das Problem ist jetzt nur, ich habe halt ziemlich lange Ladezeiten durch die ganzen Mods. Seid ihr wach? Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. Im Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht, Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Rolgstadt. Ich komme aus Rolgstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau, Mara, Dibella, Kynaret, Akatosh. Ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wiloth immer noch seinen Wacholderbären mitbraut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Hier geht es. Los, sehr wahrscheinlich. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Richtung. Stellt euch euren Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Da
Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht Bogenschützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet! Ihr da, tretet vor! Wer seid ihr? Oh, wir kommen zu Charakterauswahl. Und ich habe schon jede Menge nachgedacht, was wir nehmen sollten. Ich finde, es gibt mehr Charakter. Okay. Also ich wollte keine Katze nehmen. Eine Katze, Khajiit, spiele ich nämlich gerade. Das ist wahrscheinlich der Kaiserliche. Dann haben wir den Hochelfen, den Dunkelelfen, den Batera Betronion und den Algerianer. Es gab hier irgendwo einen, den ich gerne spielen wollte. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wo der ist. Es war irgendjemand mit starkem Rede geschickt. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. So, der ist skilled with combat and magic. Gold. Anywhere gold coins may be found, has always seemed to find few more. They can call to come an enemy. Ah, genau. Hier, sie haben Diplomatie. Genau. Ich wollte unbedingt etwas mit Diplomatie haben und deshalb nehme ich den Typen hier. So. Schlecht. Nehmen wir mal. Machen das mal so und nehmen keine Vorgaben. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Egal. Preset 1. Nehmen wir einfach mal so. Hallo? Cancel. Einfach nur cancel. Nehmen wir einfach mal so. So. Wir nehmen... Komm, wir sind schon... etwas dunkler angehaucht. Sind auch schon etwas... mächtiger. So, und... Gewicht, Head Scale. Ja, wir haben einen normalen Kopf. Wir haben etwas breitere Schultern. Die Hände lassen wir mal bei 0. Wie witzig das aussieht. Ah, ich muss mich gerade kratzen. Scheiße, stopp. So,
Ja, Lex Gale. Bleiben wir mal bei 0. Und was ist das? Ich weiß es nicht. Lass mir auch mal Weapon Scale. Player Height. Ja, yeah, wir sind der riesige. Ne, wir sind etwas kleiner, sagen wir mal so. Oder etwas größer? Ne, wir bleiben bei der. So. Und wir gehen zum Kopf. Ja, komm. Ich bin jetzt nicht gerade der super gute Typ für hier für das Auswählen des Charakters, also da kann ich nicht so ganz mitmachen. Ach, nehmen wir mal das Gesicht, genau. Die sind dreckig. Wir haben uns nicht gewaschen. Genau. Dann haben wir bestimmt. Diese Narbe, genau. Wie bei Assassin's Creed. Da haben auch alle diese Narben. Um die Nase. So. Haben wir irgendwelche Kriegsbemalungen? Nee, ich finde gerade keine, die irgendwie schön ist. Ah, schade. Farbe der Hautbemalung. Na, ist egal. Sollten wir vielleicht nicht lieber eine weibliche Person nehmen? Zack, nein. Ah, lassen wir lieber den. So, Kopf haben wir gemacht. Gesicht. Oh. Ja, okay. Sieht jetzt etwas langgezogen. Wo war das? Nein, das war es auf jeden Fall nicht. Das war es auf jeden Fall auch nicht. Schmutzfarben, Namen, Kriegsfinale, Färbung, Körper. Headscale, da. Nein, das war auch nichts. Ja, okay, das passte alles. Kopf. Ja, Face. Next Sides, komm, wir sind etwas kräftiger gebaut, da passt das auch. So. Ja, komm, zeig dich mal von allen Seiten. Gut. So richtig böse. Etwas dicker, wir sind ja auch verfressen, ne? Dann... Jadewisch. Was ist Jadewisch? Zeig dich mal im Profil. Boah, wie viel es hier gibt. Anderchen Slope. Oh mein Gott. So. Komm, zeig dich mal von vorne. Da, die Augen waren eigentlich am besten. Zur Augenfarbe. Ach, komm doch einfach. Warte. Oh ja. Warte mal, das passt doch super. Ein blindes
Auge. So, Augengröße. Bohr. Komm mal, weil so riesige. So. Ja, komm, das reicht fürs erste. Braunart. Ja. Genau. Wir sehen so scheiße aus. Oh. So. Oh mein Gott, Mund, Haare. Können wir noch so einen richtig schlimmen Bart dran machen? Nee. Oh, scheiße. Ja, komm, die Haare müssen. Ja, genau so. ja, es sieht bescheuert aus, aber egal. Was gibt's denn hier alles in Haarfarben? Das ist. Ach, ja, genau. So. Nase. Ears. Make-up. Face Shape. So, wie sieht das denn jetzt von vorne aus? Oh, wir sind ja wirklich böse. Oh mein Gott. Komm, ein bisschen Hochelf kann auch drinne sein. So, Expression. Was ist denn Mood Not? Mood Not Anger. Fear. Oh ja, genau, wir sind gefeared. Surprised. Warte mal. Ja, komm, da kommt noch ein bisschen Surprise rein. Haben wir noch ein bisschen Sad. Wir sind ja. Sieht ja so aus, als hätten wir alles verloren. Alles ist scheiße. So. Nein. Ich brauche da brown down right. Nein, das war der falsche. Die andere Seite. Genau, weil wir da blink right. Ey, das ist die Idee. Komm, gib mir einen Blink Left. So. Na? Das ist alles normal. Gut. Was ist denn jetzt das für ein Scheiß? Was kann ich denn jetzt hier noch? Kann ich, warte mal.
Kann ich jetzt zum Beispiel hier oben noch so einen Hügel dran machen? Vertex in X. Oh mein Gott. Wie geil. Ja, da machen wir die Nase. Na komm. Zeig mir dich mal. Ja, genau so. So, wir sagen fertig. Genau, Charakter einen Namen geben. Machen wir gerne. Wir nennen ihn. Ja, wie nennen wir ihn? Ich würde sagen, wir nennen ihn. Olger. Annehmen. So, Save Slot 1. Ihr seid weit weg von der Kaiserstadt. Was tut ihr in Himmelsrand? Hauptmann, was sollen wir tun? Jetzt würde ich erstmal sagen, bis zum nächsten Mal. Denn jetzt hört die Folge auf. Bis zum nächsten Mal, wenn es jetzt hier weitergeht.